So, ein Dankeschön. Nationalhymne bitte. Nationalen und internationalen Kalendern geworden, dass diese größte Radsportveranstaltung der Junioren der Welt hier bei uns stattfinden kann. Und wir sind sehr stolz und freuen uns natürlich, dass wir die Schlussetappe hier austragen können und hier auch heute die Entscheidung über diese Juniorentour fällt. Das ist die ASCO Jugendtour. Wir freuen uns, dass so viele da sind. Ich wünsche euch eine unfallfreie letzte Etappe, einen spannenden, fairen Verlauf im Laufe des Rennens, einen guten Zielankunft. Das kann ich nicht mehr weggenommen werden. Jetzt als Tourbotschafter möchte ich wirklich den Leuten zeigen, das ist wirklich die größte Rundfahrt für die U17. Ich war dabei, ich weiß, was das Gefühl ist, wenn man dort steht, das rosa Trikot anhat und vielleicht heute noch träumt, dass man die Etappe gewinnt. Thank you.
Alle! Hey Patrick, hey Patrick! Weiter. Herzliche Gratulation zum Etappensieg. Wie war die heutige Etappe für dich? Sehr hart, da ich ja relativ schwer bin und die Berge nicht ganz so schnell hochkommen wie die kleineren Fahrer. Muss ich am Berg ziemlich petzen, um dran zu bleiben, aber jetzt zum Schluss habe ich meine Zeitfahrkünste spielen lassen können und meine Sprintstärke und habe damit die Etappe gewonnen. Und wie war die ganze Woche für dich insgesamt? Naja, da wir ja den zweiten im Gesamtklassement hatten, war ich eher die Woche als Helfer eingeteilt und habe eigentlich immer Tempo gemacht und Sprints angefahren. Und dadurch war das halt heute noch ein Stück härter, weil ich meine Körner schon auf den vorherigen Etappen verschossen habe. Ein Stück weit. Okay, danke schön. Herzlichen Glückwunsch. How was it today? What do you think about the whole week? It was really hard. I didn't thought on the end that I can keep the jersey because there was a leading group. On the end I had 1 second over. So it's amazing. And yeah, the week I never thought that I could win here before I come to here. So yes, at the moment it's a dream, but now I have to work farther for the future. And yes. Okay, so all the best for the future. Thank you. Nies Eckhoff aus Hoyant. Meine Damen und Herren, darf ich bitten um die deutsche Nationalhymne. Gratuliere zu heute. Wie war es für dich? Also das ganze Rennen war ein bisschen deppert, weil ganz am Anfang ist ja 15 Manngruppen weggekommen und dann wollte niemand nachfahren und das ganze Rennen war dann ein bisschen langsam und also
aber dann in der letzten Runde, also habe ich dann attackiert nochmal und bin dann mit drei Mann ins Ziel gekommen. Und die ganze Woche, wie warst du mit der Woche? Also ich war eigentlich zufrieden, also ich bin zwar nie in der Spitzengruppe gewesen oder so, aber also ich war zufrieden mit der Leistung. Und so. Meine Damen und Herren, der Schweizer Meister gewinnt die Tagesbergschwindwerke. Einer der besten Rennfahrer Österreichs übergibt jetzt an Wildauer den Pokal für den besten Österreicher und zieht ihm das neue Arbeitrikot. Die Schlitten bitte. Und ich bitte um einige Takte der deutschen Nationalhymne. Und ich bitte um die belgische Nationalhymne. Meine Damen und Herren, die dänische Nationalhymne zu Ehren des Bergpreissiegers. Meine Damen und Herren, riesen Applaus, dritter in der Gesamtwertung der Askultur. Ein Applaus für den. Ich darf mich ganz herzlich bei allen bedanken, vor allem bei der Gemeinde Bad Batzmannsdorf, den Herrn Bürgermeister, dass wir auch heute wieder und heuer wieder diese schöne Woche hier in Bad Batzmannsdorf durchführen konnten. Ich möchte mich natürlich auch bei meinem gesamten Team, allen Funktionären und Mitarbeitern, die Großartiges geleistet haben, Danke sagen. Ich möchte auch Danke sagen an die Exekutive, bei der Feuerwehr, bei der Polizei, die uns hier hervorragend geholfen haben. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Heimreise, den Mannschaften, den Teams noch viel Erfolg für das Jahr 2014.